Willkommen zurück. Was ist mit? Ach so, musstest du eben auf Toilette und Ich Posten habe gehört, dass Sie die unbewacht Dämmerwacht gelassen. Alles zurück klar. ins Leben gerufen haben. Schlosselend, ich komme. In dieser Stadt wimmelt es nur so von kaiserlichen Soldaten. Und wisst ihr was? Ich bin im Stehen geblieben. Der Turm darf bis auf Weiteres nicht betreten werden. Sie können ja nicht mal die Sturmwände. Interessiert mich nicht, Kommandant Maro. Stehen geblieben. Der Turm darf bis auf Weiteres nicht betreten werden. Hier, mein Passierschein. Was ist denn das? Bestellung dieser Größenordnung. Besitzer dieser Papiere. Der Feinschmecker. Bei Azura. Der Feinschmecker. Es tut mir leid. Ich hatte ja keine Ahnung. Wir wussten nicht, womit wir rechnen sollen. Ihr seid anders gekleidet, als ich erwartet hätte. Aber lasst euch bitte nicht aufhalten. Geht direkt durch in die Küche. Jana, die Burgköchin, erwartet euch schon ungeduldig. Melde dich bei Gianna. Gianna. So, erstmal Kochmütze. Jetzt die Bekleidung ein wenig ändern. Sofort wieder da. Ich brauche gerade ein Taschentuch. Ja, was soll ich sagen? Es ist halt die Jahreszeit der Erkältungen, nicht wahr? Nicht noch eine Oh. Lieferung. Ich habe doch gesagt, dass wir alles haben. Legt es dort ab und verschwindet. Ihr versteht mich falsch. Denn ich bin der Feinschmecker. Der Feinschmecker? Oh, endlich! Ich konnte es kaum glauben, als ich hörte, dass der Feinschmecker für den Kaiser kochen sollte. Es ist nur... Ja. Ihr seid ein Nord. Darauf wäre ich nie gekommen. Wo habt ihr so kochen gelernt? Hier im Himmelsrand? Oder irgendwo, wo es... Es reicht. Der Feinschmecker ist hier, um zu kochen, nicht um zu reden. Fangen wir an. Oh, ja, aber natürlich... Der Kaiser wünscht sich euer berühmtestes Gericht, die Portage le Magnifique. Ich habe schon mal angefangen. Aber im Kochbuch steht nicht viel und jeder kocht das Gericht anders. Ich würde mich geehrt fühlen, wenn wir es auf die besondere Art des Feinschmeckers zubereiten könnten. Die Brühe ist bereits gekocht. Wir können sofort beginnen. Welche Zutat kommt als nächste? Ich bin für Möhren. Möhren? Wirklich? In Ordnung. Und jetzt? Met. Met ist immer gut. Ah,
natürlich. Das hatte ich schon erwartet. Ein Nierenwurz. Wirklich? Oh, ich verwende Nierenwurz auch immer als spezielles Aroma. Ach, eine wunderbare Idee. Gut, was nun? Ihr müsst einen Septim hinzufügen. Einen Septim? Also die Goldmünze? Ja, ja. Wirklich? Ah, jetzt verstehe ich. Das verleiht der Portage Le Magnifique einen leicht metallischen, jedoch köstlichen Nachgeschmack. Einfach brillant. Der Eintopf scheint fertig zu sein. Wenn wir noch etwas hinzufügen, schwächen wir die Aromen ab. Also, ist es das? Nur noch eine letzte Zutat. Hier, fügt das hinzu. Oh, was ist das? Eine Art Kraut? Seid ihr sicher? Die Portage schmeckt schon perfekt. Jede weitere Zutat könnte... Ich darf doch sehr bitten, Gianna. Wer ist hier der Feinschmecker? Hey, tut mir leid. Natürlich. Das ist immerhin euer berühmtestes Rezept. Gut, eure geheime Zutat ist drin. Und wenn ich es mal so sagen darf, es war eine Ehre, ein Gericht mit dem besten Koch des gesamten Kaiserreichs zuzubereiten. Ich trage den Eintopf und führe euch hoch zum Speisesaal. Ich bin mir sicher, dass der Kaiser und seine Gäste euch nun endlich kennenlernen wollen. Ja, aber ich will nicht. Steht da die Potage drin? Sonnenschein-Soufflé? Ja, aber mehr auch nicht. Okay. Ich würde den Topf ja nicht von unten anfassen. Er muss doch kochend heiß sein. Naja, was weiß ich schon. Ich als Feinschmecker. Oh, mein Thron. Aber seid ihr denn kein bisschen nervös nach allem, was geschehen ist? Meint ihr die Hochzeit? Der scheinbare Mord an meinem Cousin. Ein bedauerliches Missverständnis, mehr nicht. Kalter Weg, heiße Gemüter. So etwas passiert. Nicht so sehr. Doch andererseits gab es ja diese Sache mit dem jungen Offizier. Maro, nicht wahr? Wie furchtbar. Der da Sohn sind wir. Oh, ich bin nervös. Wir gehen gleich rein. Bitte, ich bediene. Ihr steht einfach da und seid umwerfend. Die Schuld einzig und allein beim Sohn des Mannes liegt. Wir sind in absolut keiner Gefahr. Einen Kaiser zu töten kann nützlich sein, aber sich mit einem anzufreunden, das ist wirklich von Vorteil. Und da stimmen mir doch sicherlich alle zu. Ah, da sind wir. Geehrte Gäste, darf ich vorstellen? Der Feinschmecker. Ach, diese Suppe. So köstlich, meine Freunde. Als Kaiser steht mir natürlich das Recht der ersten Portion zu. Oh, oh, wie wunderbar. Einfach köstlich. So hatte ich es mir erhofft. Ich... Da stimmt was... nicht... Ich... Gut. Bei den Göttern! Was? Nein! So, jetzt würde ich einmal gucken. Geht das mit dem unsichtbar machen? Ich glaube ja eher nicht. Bogen raus, Bogen raus. Auf die zwei. Was ist das denn? Ach, das sind... Das sollen Möwen sein, alles klar. Oh. Dieser Mann war der bei weitem nervigste Köder, den der Kaiser je eingesetzt hat. Ich bin froh, dass er tot ist. Ah, aber ich freue mich noch mehr, dass ihr ihn getötet habt.
Ihr, ein Attentäter der dunklen Bruderschaft, habt gerade einen Anschlag auf den Kaiser durchgeführt. Und ja. Ihr hättet Erfolg gehabt, wäre es der echte Kaiser gewesen. Überrascht? Ging mir auch so, als ein Mitglied eurer Familie mit dem Plan zu mir kam. Wir haben ein Geschäft gemacht, wisst ihr? Einen Handel. Ich bekomme euch und die dunkle Bruderschaft darf weiter existieren. Aber wisst ihr was? Ich habe es mir anders überlegt. Wie wäre es damit? Ich töte euch und schlachte alle eure armseligen kleinen Freunde ab. Eure Zuflucht wird gerade verwüstet, damit ihr wisst, was ich von diesem Geschäft halte. Ihr habt meinen Sohn getötet, ihr alle, und jetzt bezahlt ihr dafür. Tötet ihn und sorgt dafür, dass nichts übrig bleibt, was man beerdigen könnte. Was zum Henker? Wie lässig und gechillt er einfach seine Waffe zieht. Das ist, ja. Amulett von Arkai. Braucht man nicht. Nein. Im Namen des Jarl. Keine Bewegung. Ich muss abhauen. So, kann ich jetzt mit Schnellreise dahin kommen? Wahrscheinlich nicht, ne? So viel Glück habe ich natürlich nicht. Da. Komm, Schattenmähne, wir müssen die anderen retten. Gold. Hä? Ach da. Da geht's rein. Was ist das? Öl. Jede Menge Öl. Ich finde das so geil, wie die umkippen. Ja. Oh. Ja. Oh. So, hier lebt nichts mehr. Hier ist eine Truhe. Ein Schrank. Ey! Gold und Nordenmet. Gold. Arnbjorn! Nein, warum ist... Nein, das lasse ich nicht zu. Es muss doch die Möglichkeit geben, Arnbjorn zu retten. Da bin ich mir eigentlich sicher. Ich möchte aber das ganze Gold eigentlich mitnehmen. Nein. Arnbjorn stirbt scheinbar immer. Wir könnten es jetzt nochmal versuchen. Oder ich belasse es jetzt erstmal dabei und ihr schreibt mir in die Kommentare,
ob das geht. Was? Achso. Oh, ich hab noch die Kochmütze auf. Na komm, wir versuchen es noch einmal. Wir versuchen es noch einmal von vorne. Wenn wir Glück haben, funktioniert es. Ich sammle jetzt auch kein Gold ein. Ich lasse es einfach, wo es ist. Ist ja auch egal. Ich meine, wir haben noch so viel zu verkaufen. Es müsste also auch egal sein, was mit dem Gold ist. Nein, Arnbjörn stirbt immer. Dann gehe ich jetzt aber auch zurück und hole das Gold. Okay, da hier passt doch gerade was nicht. Kommt, ich mach das nochmal, weil eigentlich, wenn ich mich richtig entsinne, kann man Visara retten. Hier drüben. Da müsst ihr schon besser sein. Nee, Visara liegt hier schon. Aber warum? Ich dachte eigentlich, dass der mit in die, in die andere Zuflucht kommt. Aber scheinbar ist dem nicht so. Ja, Arnbjörn stirbt auch immer. Ist zwar schade, aber so ist es. Ich hatte wirklich gehofft, ihn retten zu können. Auch wenn ich diesen Arnbjörn eigentlich nicht sonderlich mag. Na komm, ich nehme deine Schottenrüstung mit und dein Menschenfleisch auch. Arcturus, du stirbst jetzt. Der Kaiser, das war eine Falle. Jemand hat uns hereingelegt. Davon gehe ich aus. Die meisten von uns sind schließlich tot. Bevor ihr fragt, nein, ich glaube nicht, dass ihr es macht. Und sollte ich doch meine Zweifel gehabt haben, sind sie nun ausgeräumt. Ihr habt mir schließlich gerade die Haut gerettet. Vielen Dank dafür. Wir müssen hier raus. Könnt ihr laut sagen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir hier alle verbrennen. Los! Sind Babette, Gabriel und so auch tot? Zuhörer, ich bin eure einzige Rettung. Ich sage euch doch, er ist da drin. Ich mache ja so schnell ich kann. Ich kann, verfluchtes Satansweib. Ihr könntet ja auch helfen. Ich bin
wirklich für körperliche Arbeit gebaut. Jetzt kommt schon, ihr habt es fast geschafft. Nur noch einmal ziehen. Jetzt mach den Deckel auf, Mann. Ja, da. Kriegt ihr sie auf? Ich glaube schon. Moment. Ihr müsst mit Astrid sprechen. Hier in der Zuflucht der dunklen Bruderschaft. Halt, halt, halt! Nicht so schnell! Ganz ruhig! Alles in Ordnung. Ihr habt eine Menge durchgemacht. Warum setzt ihr euch nicht eine Weile hin? Ich muss mit Astrid sprechen. Sie ist hier, in der Zuflucht. Folgt mir. Sie ist hier? Bei Cities. Ich glaubte schon, wir hätten sie verloren. Los geht's! Doch wo? Da. Da ist sie. Astrid, versteckt. Ihr lebt, Cities sei Dank. Ja, Cities, aber nicht dir. Astrid. Still. Bitte, ich muss euch so viel sagen. Hab nicht so viel Zeit. Es tut mir so leid, Penitus Oculatus. Maro, er sagte, wenn wir euch ihnen aushändigen, würde er die dunkle Bruderschaft in Ruhe lassen. Für immer. Bei Cities, ich war ja so töricht. All dies, es ist meine Schuld. Es gibt unter uns niemand Besseren als euch und ich hätte euch beinahe umgebracht. Genau wie ich alle anderen umgebracht habe. Cities in der Leere wird über euch urteilen. Ich habe Mitleid mit euch. Nein, ich verdiene kein Mitleid. Ich verdiene jedes noch so grausame Schicksal, das der Fürst des Schreckens für mich vorgesehen hat. Ich habe euch verraten. Und nun hat Maro mich verraten. Wie passend. Ich wollte, dass alles so bleibt, wie es war. Vor Cicero, vor der Mutter der Nacht, vor euch. Ich glaubte, ich könnte uns retten. Habe mich geirrt. Aber ihr lebt. Also gibt es immer noch Hoffnung. Eine Hoffnung auf einen Neuanfang. Einen Neuaufbau. Darum habe ich das hier getan. Versteht ihr denn nicht? Ich habe zur Mutter der Nacht gebetet. Ich bin das schwarze Sakrament. Was wollt ihr damit sagen? Ihr hattet recht. Die Mutter der Nacht hatte recht. Die alten Bräuche, sie lenkten die Wege der dunklen Bruderschaft über viele Jahrhunderte. Es war töricht von mir, sich gegen sie zu stellen. Und um euch meine Aufrichtigkeit zu beweisen, habe ich für einen Auftrag gebetet. Ihr führt diese Familie nun an. Ich überreiche euch hiermit die Klinge des Wehklagens, damit ihr den Auftrag erfüllen könnt. Ihr müsst mich töten. Tut es, Zuhörer. Tötet mich. Oh, danke. Astrid, heiliger Wüstensand, ich verstehe es immer noch nicht. Ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht mit eigenen Ohren gehört hätte. Wie konnte Astrid uns Astrid, das antun? Heiliger Wüstensand, ich verstehe es immer noch nicht. Seltsamerweise habe ich nur Mitleid für sie. Zur Mutter der Nacht. Astrid ist tot.
Es ist, wie es sein soll. Möge sie Erlösung in der Leere finden. Doch solange ihr lebt, lebt auch die dunkle Bruderschaft. Wir müssen unseren Kontrakt erfüllen. Kaiser Titus Mede der Zweite muss beseitigt werden. Sprecht mit Amon Moutier in der beflaggten Meere in Weißlauf. Er wird den Aufenthaltsort des wahren Kaisers kennen. Doch zuerst informiert Nasir über eure Pläne. Denn ihr seid der Zuhörer und müsst diese Familie zusammenschmieden. Nasir, wo bist du? Steht immer noch bei Astrid. Bei Cities, was für ein Chaos. Das ist dann wohl das Ende. Oh nein, nicht so ganz. Die Mutter der Nacht hat erneut zu mir gesprochen. Was? Und was hat sie gesagt? Ich muss noch einmal mit Amon Moutier sprechen. Amon Moutier? Aber das würde ja bedeuten... Der Auftrag besteht noch immer. Der echte Kaiser muss ermordet werden. Ihr meint, es ist noch nicht zu spät? Aber wie? Unser Plan ist gescheitert, alle sind tot, die Familie... Unsere Familie wird weiterleben, Nasir. Vertrau mir einfach. Wie ihr wollt, mein Zuhörer. Bringt in Erfahrung, was dieser schleimige Bastard Moutier zu sagen hat und schickt dann den Kaiser zu Cities. Aber wenn ihr dort fertig seid, gibt es doch keinen Grund mehr, hierher zurückzukommen, nicht? Könnten wir uns nicht in der Dämmersternzuflucht ein echtes Zuhause aufbauen? Stoßt dort zu Babette und mir, wenn ihr die Sache mit dem Kaiser erledigt habt. Und keine Sorge, ich finde schon eine Möglichkeit, die Mutter der Nacht zu transportieren. Und jetzt los mit euch! Und kommt mit einem Fass voller Gold zurück, ja? Babette, Kleines, packt eure Sachen, wir gehen! Ich hatte gehofft, dass ihr das sagt. Nun gut, Amon Moutier in der beflaggten Meere in Weißlauf. Dieses Gespräch führen wir noch. Und dann wird es auch Zeit, dass wir die nächste Folge starten. Nachdem ich noch einen Zwischenhalt im Tundra gut gemacht habe und mal ein bisschen abgeladen. Beziehungsweise ich guck mal, was ich verkaufe. Du! Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Kannst du haben? Ja. Ach komm, kannst du haben. Kannst du haben? Kannst du haben? Yeah. Wieso hast du denn schon wieder nur 23 Gold? Was bist du denn für eine? Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Diese Ehre gebührt Eol und Graumähne. Sein Stahl ist legendär. Oh, ich werde zum Gehen aufgefordert. Oh, bitte, geh. Blöde Kuh. Nee, keine 12 Stunden. Doch, 12 Stunden. Ja, 12 Stunden. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Ja, jetzt hat sie geöffnet. Da bist du ja, Ulfbert. Ja, werft einen Blick darauf. Waffen. Kannst du haben, kannst du haben. Bekleidung. Muss ich gleich mal gucken, ob ich die entzaubern kann. Weg, 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 weg. Ich glaube, die habe ich noch nicht. Die behalte ich mal. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Naja, ich ziehe euch das Gold aus der Tasche, also dürfte das eigentlich nicht schön sein für euch.
Ramon Mautier. Kommt herein. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Wenn ihr nach einer Dame sucht, dann sucht ihr besser anderswo. Wenn Michael sie erst entdeckt, dann seht ihr sie. Was ist? Ich sagte doch, ich möchte nicht gestört werden. Hallo. Ich bin froh, dass ich euch über den Weg gelaufen bin. Ich habe mit euch noch eine Rechnung offen, Mautier. Nein, ich finde, das klingt besser. Dietes gebührt eine Seele. Findet ihr nicht? Bei den Göttern, ihr lebt ja noch. Aber ich habe gehört, eure Zuflucht. Bitte, ihr dürft jetzt nicht denken, ich hätte irgendetwas damit zu tun. Ich wollte, dass der Kaiser stirbt. Der wahre Kaiser. Das will ich immer noch. Es war Maro. Er... Der Kaiser. Der echte Kaiser. Wo ist er? Ihr meint, nach alledem ist die dunkle Bruderschaft immer noch willens, den Vertrag zu erfüllen? Das sind ja verblüffende Neuigkeiten. Wunderbare Neuigkeiten. Der Kaiser befindet sich immer noch in Himmelsrand, aber nicht mehr sehr lange. Er ist an Bord seines Schiffes, der Kataria, die in der Bucht von Einsamkeit vor Anker liegt. Doch ihr müsst euch beeilen. Wenn es euch gelingt, an Bord dieses Schiffes zu gelangen und Titus Mede den Zweiten zu töten, wie vereinbart, dann verrate ich euch, wo sich das Versteck befindet, das euren Lohn enthält. Kommandant Maro, wo ist er? Ich kann gut nachvollziehen, dass ihr diese Rechnung begleichen wollt. Zuletzt ist er im Hafen von Einsamkeit gesichtet worden, wo er die Abreise des Kaisers vorbereitet. Mit welchen Sicherheitsmaßnahmen muss ich rechnen? Ihr macht wohl Witze. Das ist der richtige Kaiser, nicht irgendein billiger Doppelgänger von Septim. Er wird sicher von Elite-Leibwächtern umgeben sein. Ihr werdet alle Hände voll zu tun haben. Andererseits glauben alle, die dunkle Bruderschaft sei gänzlich ausgelöscht worden. Vielleicht sind sie ein bisschen nachlässiger als sonst. Dieses Schiff, die Kataria, wie komme ich an Bord? Nun, das weiß ich auch nicht. Es befindet sich in der Bucht von Einsamkeit. Das ist der Meeresarm unmittelbar nördlich vom Hafen. Ihr solltet wohl einfach zum Hafen gehen und schwimmen? Bitte, beeilt euch. Das Schiff des Kaisers wird nicht ewig vor Anker liegen. Oh, ich kümmere mich darum. Kein Thema. Das mache ich. Doch vorher muss ich noch ein bisschen verkaufen. Und... Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ja, ja. Und ein bisschen Eisen zusammensuchen, damit wir weiter schmieden können. Davon kriegt ihr jetzt allerdings nichts mehr mit. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut. Und ich glaube, die nächste wird eine Schmiedefolge. Ciao, ciao.